Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von You Have to Win the Game. Und wenn wir schon dabei sind, das Game zu winnen, wollte ich nochmal sagen, ich muss wieder zurück ins Startgebiet, denn ich habe ein paar Sachen übersehen. Und hoffe, dass ich da wieder gescheit hinkomme. Weil da gab es nämlich noch ein paar... Denn da gab es noch nämlich ein paar Sachen, die ich noch unbedingt erwähnen musste. Beziehungsweise besuchen. Jetzt, wo ich zwei Sprünge habe und klettern kann. Kommt man? Nein, natürlich nicht. Aber egal. Jetzt muss ich erstmal wieder hier raus und hoffen, dass ich in den Raum komme. Wie ist der nochmal? Der Raum hieß, You have to start the game. Der war nämlich hier außerhalb der ganzen Geschichte. Wo war das nochmal? Ich hoffe natürlich, dass ich das auf jeden Fall jetzt finde und hier herausfinde. Oh nein. Fast. Aber auch nur fast. Funktioniert das, wenn man schnell genug ist? So wie ich die Spielprogrammierung einschätze. Na. Fast. Einmal noch. Oder zweimal. Vielleicht auch 300 Mal. Nö. Das ist immer so gemacht, dass man ganz kurz vor Schluss getroffen wird. Irgendwie muss ich hier jedenfalls rankommen. Wieder nach oben und zurück in den Anfangsbereich. Naja, fast. Mythen und Legenden. Ich glaube, das sind die Gebiete, die hier sind. Und der Sarg da hat auch irgendwas zu bedeuten, aber fragt mich ja nicht. Was? Vielleicht kriegt man noch andere Fähigkeiten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt endlich mal zu You Have to Start the Game komme. Och nö, da waren wir schon. Komm schon, irgendwie muss das doch sein, dass ich dahin kann. Und ja, ich werde vermutlich das ganze Video damit verschwenden, dass ich wieder zurück ins Startgebiet will. Slippery Slope. Schon wieder. Okay, ich versuch's mal andersrum. Nämlich jetzt hier durch die Höhlen und dann wieder hinaus. Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass ich dann... Wisst ihr, das Problem ist, wenn ich mir etwas... Nee. Wenn ich mir etwas ansehe, bilde ich mir ein, dass ich es mir gemerkt habe. Aber so ist das nun mal. Der frühe Sinn für die Richtung ist äußerst schwach ausgeprägt. Fast. Arkane Vokabular... Was? Was ist das Zauberwort? Was ist das mystische Symbol? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, wir nähern uns schon. Oder auch nicht. Nee. Oder auch nicht. Subterran. Na doch, bitte. Na, ich glaube doch. Hier bin ich runtergestürzt. Und hier bin ich irgendwie wieder lang gekommen. Mist.
komm. Ravre. Erinnerung an einen Traum. Ja, immer noch? Like Ivy, twisting. Ja, total. Oh nein. Oder oh doch? Ah, ja. Jetzt weiß ich wieder, wo lang. Oder auch nicht. Oder doch? Hm. Auf jeden Fall, der Prozent ist da. Habe ja auch genug Zeit damit verschwendet. Schließlich möchte ich mal ein einziges Format haben, in dem ich nicht schneide. In dem ich euch zeige, wie viele Versuche ich doch. Willkommen im Untergrund. Hm. Hoppla. Aha, nicht das magische. Ui. Irgendwie habe ich es doch darüber geschafft. Und ich glaube, das ist jetzt... Hm? Ah, sehr gut. Jetzt haben wir mehr Prozente. Investiert in Alkohol. Mehr Prozent gibt's nirgendwo. Ja, und jetzt dürfen wir die ganze Käse wieder von vorne machen. Ja, so ist das nun mal. Es war so, es ist so und es wird auch immer so bleiben. Und das finde ich auch gut so, dass das nicht mit einem Patch kausalisiert wird. Hm. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Da muss man erstmal drauf kommen. Typisch. Ich habe ein Fuindrad gebraut. Ja, gebraut. Nicht gebaut. Schon wieder. Geheime Passage. Und damit haben wir auch wieder... Aha. Sehr witzig. Der Krabbenkuchen ist eine Lüge. Die krosse Krabbe ist sogar noch eine größere Lüge. Die krosse Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Gib's zu, da muss man erstmal drauf kommen. Na komm. Hm? Ist hier irgendwas? Nö, hätte mich auch gewundert. VXSCHU. Ich wette, da geht's noch irgendwie hoch. Uff. 5% nur und trotzdem so viel Zeit vergeudet. Verbracht. Hm. Ja, es ist mehr... Es hat mehr Angst vor dir. Gemeinschaft. Oh nein. Ich glaube, da war ich schon. Doch. Vergessene Tunnel. Ah. Ah ja, jetzt weiß ich. Man soll sich da so runtergleiten lassen. Und dann da rein. Genau so. Aber fragt mich. Ah. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da jetzt gescheit wieder rauskommen soll. Durch die vergessenen Tunnel natürlich. Und, hm. Sagt. Ich habe keine Ahnung, ob das dazu ausgelegt ist, dass man hier mit oder ohne dem Sprung-Upgrade lang geht. Natürlich ist es mit leichter.
Das war die Hölle. Da gehe ich nicht freiwillig hin. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Sagt's mir. Wobei, ich werde es sehen. Und sterben. Vermutlich. Und was ist das hier? Nichts. Arbitrarium. Das? Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll hier rum. Und ja, ich denke mal, mit 10% kann ich mich zufrieden geben. Ich habe zwar den Anfang noch immer nicht entdeckt, aber das ist ziemlich dezent. Okay, bin kein guter Wortwitzmacher. Ich. Ja. Ich komme da lang und wenn es das Letzte ist. Ah. Sehr schön. Ich glaube... Ich hoffe... Na doch, das war's dann jetzt auf jeden Fall erst einmal. Ich hoffe mal, ich finde jetzt noch einen gescheiten Punkt, wo ich wieder aufhören kann und... Tada, 10% mehr wieder. Ich werde mir wahrscheinlich wieder die erste Folge ansehen, damit ich meinen Weg zurückverfolgen kann. Ja, selber schuld, Jung. Na komm schon. Ah ja, jetzt weiß ich's wieder. Da bei diesem goldenen Gebiet wäre ich da gelandet. Nein, falsch. Oh nein. Gut, ich bring das noch zu Ende. Okay, raus hier. Hoppla. Jetzt aber langsam genug, denn ich habe euch ja schließlich schon genug gelangweilt. Und ja, ich habe irgendwie eine Vorliebe für dieses Spiel entwickelt. Seltsam, aber es ist so. Und ich kann einfach nicht so schnell aufhören, wie ich eigentlich vorhatte. Ah. Ja, und hier war ich auch schon. Und ja, nuppla. Ich sollte aufhören, gleichzeitig zu labern und zu spielen. Sicherheit. Hä? Da war was? Jetzt gibt's auch noch unsichtbare Geschenke. Na sowas. Hier war ich schon und mal sehen. Ist das jetzt... Okay, das ist jetzt der Schlusspunkt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was ich jetzt soweit zurecht gestümpert habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.